Oh, was geht denn hier ab? Leute, entspannt! Alrighty, Lieben, let's go mit dem großen Preis von Frankreich. Ein Punkt haben wir uns zuletzt in Kanada sichern können. Nice. Und wir ziehen alte Motorenkomponenten auf, um das Trainingsprogramm mal durchzuziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal auf Dave Gaming auf dem Hauptkanal schon mal behandelt habe, aber vielleicht sollten wir das mal machen, damit man das auch mal dort gesehen hat. So, Entwicklung haben wir einige abgeschlossen. Bisschen Regen wahrscheinlich gerade im Qualifying. Beim Fahrzeugentwicklungsstand sind wir knapp vorbei an Haas. Jetzt geht's an Alfa Romeo und später auch an Alfa Tauri und Alpine ran. Und wir konnten einen Teil ja in der letzten Folge knapp nicht entwickeln. Und das werden wir jetzt machen. Wir gehen weiter zum Training und zum schnellen Training. Das ist die Art und Weise, wie ich Training mache. Und ja, da hat man quasi so verschiedene Programme, verschiedene Shots. Und kann da entsprechend sehr, sehr schnell sein Trainingsprogramm abspulen, so gesehen. Und Verbesserungen und Vergünstigungen für Verbesserungen freischalten. Easy Snack, geht super schnell. Und vielen Dank an der Stelle an einen anonymen Spender, der 24,45 Euro hier raushaut und damit die 1000 Euro voll macht. Denn auch dieses Mal gilt, die Grafik oben ist eingeblendet, für die Leute später auch auf YouTube, weil wir aktuell für die Hochwasserhilfe wegen der ganzen Hochwasserschäden in Deutschland Geld sammeln. Und das passt auch, finde ich, designtechnisch perfekt zu unserem Rückspiegel und gehen wir weiter zur nächsten Session. So. Und komm, wir machen das mal schnell durch. 6 Minuten 10, 100% Erfolgschance, das ist natürlich geil. Ja. Und hier 7 Minuten 30 für 100% Erfolgschance. Es lohnt sich vereinzelt mal sowas hier mitzunehmen, weil ja, das beschleunigt, dass das halt schon relativ schnell geht. Ja, Mann, und die Erfolgschance nicht allzu sehr eingeschränkt wurde. Und gehen wir weiter. Ach, ich würde sagen, fürs VOD müssen wir da jetzt nicht unbedingt super lange rein. Gehen wir zum Quali und zum Rennen. Leider in der letzten Kurve ein bisschen was liegen lassen. Okay, ihr Lieben, wir fahren hier mit der Soft-Medium-Medium-Strategie. Und zwar, weil ich in den letzten Rennen immer wieder das Gefühl hatte, dass Medium-Reifen sich im Rennen teilweise ein bisschen besser anfühlen als die Soft-Reifen. Die Soft-Reifen werden dann relativ schnell, ja, ich sag mal, kaputt und dann sind sie nicht mehr so schnell. Gehen wir rein! Soft-Medium-Medium ist die Planstrategie. Platz 19 im Qualifying nicht ganz so gut. Beim Rennen geht's nach vorne. Alrighty, Lieben, let's go! P19 beim Start und jetzt, nach dem Start, sind wir wahrscheinlich auf P18. Gewagte These. Mit den neuesten Hits von heute. Three White vor meiner Nase. Oh, was geht denn hier ab? Leute, entspannt. Jawohl, Round Outside gegen Yuki Tsunoda. P16 at the moment. Ja, unser Motorhersteller hat jetzt hier ein Heim-GP. Dementsprechend müssen wir hier ein gutes Ergebnis abliefern. Natürlich doof, wenn der Motorenhersteller dafür sorgt, dass wir auf der Geraden von einem Honda angegriffen werden. Das kriegen wir schon hin. Three White schon wieder. Jetzt mit Kimi Giovinazzi. Alter, die Sichtweite ist teilweise echt Potato in F1, ne? Und Giovinazzi zieht da zurück. Kimi und Alonso immer noch side by side.
Und Leclerc und Tsunoda sind schon an der Box. Was ist da passiert? Was ist denn da passiert? Leclerc, wie auch in der Realität beim Frankreich-GP, gefällt es ihm nicht so gut. Jawohl. So, schöne Sache. P14 aktuell dadurch. Oh, Kimi verbremst sich. Wir sind dran. An Alonso und Kimi. Ich werde auf jeden Fall nicht ERS nutzen auf dieser Geraden. Ich warte, bis die beiden sich ein bisschen wieder bekriegen. Vielleicht geht es wieder Side-by-Side durch diese beiden Rechtskurven hier. Nö. Ein bisschen Ruhe bewahren und dann rein. J'ai un tour d'Eiffel en talon. Kleine Scrubs-Referenz. Boah! Alter. Na, Alonso, lass mich bitte vor. Fairer Mann lässt mich hier außen nicht komplett verhungern, Fernando. P13. Okay, das war einmal zu viel Short-Shifting. Wir sind dran an drei, Können. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 4,5 Sekunden. Ich bin dran an drei können. So, let's go vorbei. Ah, warum machen die immer außen Platz? Warum gehe ich immer außen drin vorbei? Oder will zumindest außen vorbei? Von Ehre Ben schaut die 514 raus. All the time you have to leave the space. Ja, es war gerade eng mit Alonso. Ich glaube, ich habe mich ja eher in eine Lücke durchzwängen wollen, als dass er mich wirklich abgedrängt hat. Ja, es ist schönes, faires Racing hier gegen den Altmeister. Okay, Alonso zieht jetzt vorbei. Ich wollte gerade sagen, haben wir vielleicht Bock drauf, den schnellsten von uns nach vorne zu lassen, damit wir zu Ocon die Lücke schließen können. Wenn es Alonso ist, gerne. Aber mach schnell. Vorbei an Kimi, los. Allez, on y va. Okay, Räikkönen verliert auf jeden Fall ordentlich Zeit zu Alonso. Ich muss definitiv jetzt Räikkönen überholen. Super wichtig. Ja, okay, ist auch nicht so schwer tatsächlich gerade. Hat er kein DRS mehr? Nee, hat er nicht. Warum? So, und jetzt ran in Alonsos DRS-Fenster. Und dann können wir vielleicht die Lücke zu Ocon schließen. Ich glaube, Alonso dürfte wie so oft schneller sein als Esteban Ocon. 3 Sekunden zwischen den beiden. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Der Abstand beträgt weniger als 1 Sekunde. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:34,7. Okay, das... Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Das Ziel ist jetzt, hinter Räikkönen wieder die Batterie ein bisschen aufzuladen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht fahre ich noch ein paar extra Runden und gehe auf Soft-Soft-Medium. Denn irgendwie muss ich die Lücke zu Alonso schließen. Es ist eigentlich vieles egal, was ich wie mache. Das Wichtigste ist aber tatsächlich, dass ich es irgendwie hinbekomme, in den Windschatten von jemandem zu kommen, der schneller ist als ich oder dessen Fahrzeug schneller ist und so weiter und so fort. Und wenn das funktioniert, wenn ich da an Alonso rankomme, dann muss ich entweder die Methode wählen, okay, Undercut, was mir hinten raus viele Strategien kaputt machen könnte,
oder Overcut. Na gut, nicht unbedingt Overcut, aber Softreifen halt dann weiterverwenden. Und wenn das halt passt, dann könnte es echt gut klappen. Also gucken wir mal. Die nächsten Leute da ganz vorne kommen an die Box und wir sind damit auf Platz 5, glaube ich. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlap. Ja, mal gucken. Vielleicht probiere ich mal was. Also wie gesagt, Soft-Soft-Medium könnte klappen. Und mir fällt gerade was ein, wie ich vielleicht so ein bisschen eine Chance habe, noch weiter Zeit rauszuholen. Übrigens, Box ist doch bereinigt, führt gerade Ricardo das Rennen an. Aber dafür muss ich, glaube ich, erstmal an Raikkonen vorbei. Weil sonst wird es kritisch. Perfekt. Nein, fahr schneller. So, Ricardo, gib mir Windschatten. Ich probiere jetzt so von Leuten überholt zu werden, dass ich nur minimal Zeit verliere und dass ich maximal Effekt durch Windschatten und durch DRS bekomme. Natürlich, wenn möglich, auch mal ERS spare, aber das ist nicht die primäre Zielsetzung hier. Alright, Box. Hey, das war doch in der Preview viel besser. Los, fahr jetzt! Hat nee, der Preview doch viel besser gelöst. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Also ganz ehrlich, so viel Zeit habe ich zu Raikkonen gar nicht verloren, ne? Geht sogar ganz gut klar. Überholt. Habe ich immerhin den Reifenvorteil für ein paar Runden auf meiner Seite. Let's go. Dranbleiben am McLaren. 8 Sekunden zu Charles. Etwa 2 Sekunden zu den Alpinen verloren. Also dafür, dass ich so viel länger draußen geblieben bin, geht es echt noch steil. Achtung, Achtung. Da hat jemand einen Defekt. Da geht jemand in die Box. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Hä? Lance Stroll? Stroll? Sie ziehen sich aus dem Rennen zurück. Lance Stroll ist raus und ein Alpine geht an die Box, weil er wahrscheinlich... Okay, alles klar. Wahrscheinlich hat er ja Damage. Wahrscheinlich gab es da irgendeinen Zusammenstoß oder so noch für den Alpine. Wahrscheinlich wurde Lance Stroll langsamer. Ocon ist ihm in die Kiste gerasselt. Und jetzt sind wir auf der 12 und holen mit Lando Norris. Erst pro Runde eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Ja, nicht nur das, sondern wir holen mit Lando Norris auch noch eine Sekunde nach vorne auf. Und Alonso hat jetzt ein bisschen ungestörte Fahrt. Könnte dadurch jetzt vielleicht ein bisschen schneller sein. Aber Charles Leclerc holen wir definitiv ein. Und vielleicht auch Fernando Alonso. Der ist nicht so weit weg von Charles. Also hier am McLaren dranbleiben ist das Beste, was wir theoretisch machen können. 5,5 Sekunden jetzt nur noch etwa. Ja, jetzt gerade nur eine halbe Sekunde, 6 Zehntel geholt. 7 Zehntel, vielleicht 8 sogar. Ja, geht klar. Geht gut nach vorne. Es geht sehr gut nach vorne, Leute. Wir können uns nicht beschweren. Das ist ein super Rennen bisher. Gelbe Flagge. Und der nächste ist Martin. Pass auf, im nächsten Streckenabschnitt gab es einen Unfall. Keine Überholmanöver, solange du gelbe Flaggen siehst. Probleme bei Sebastian Vettel und er kommt wieder auf die Strecke. Das war gruselig. Grüne Flagge. Das ist P11, Leute. Weniger als 4 Sekunden noch zu hier Charles Leclerc. Oh Mann, ey. Also es ist gerade echt perfekt. Eine Sache ist natürlich klar, ne? Wenn ich jetzt Medium-Reifen hätte, würde ich nicht mit Lando Norris mithalten können.
Das ist schon mal Foreshadowing für den nächsten Stint. Ich habe keine Chance, mit Lando Norris mitzuhalten, sobald es in den letzten Stint geht. Aber wir können auf jeden Fall die Lücke schließen zu den Ferrari. Wir können die Lücke schließen zu dem einen Alpha Tauri und zu dem Alpine. Zu den vier Autos, die da vor uns noch sind und schnell sind. Können wir die Lücke schließen und Sebastian Vettel wird vielleicht seinerseits, nachdem er Spinala gemacht hat, keine Chance haben, hier nochmal näher oder vorbeizukommen. Denn wir lassen uns gerade von einem McLaren ziehen. Ja? Das ist jetzt nicht Lance Stroll, wo er pro Runde kontinuierlich wie in Kanada 2/3 Zehntel schneller fahren kann. Das ist Lando Norris. Das ist der Fahrer, der gerade neben Daniel Ricciardo im McLaren sitzt. Dem Fahrzeug, das hier gerade das Rennen anführt, möchte ich mal gerade sagen. Weniger als 3 Sekunden zu Leclerc. Jetzt wird's kritisch, ich muss in der exakt selben Runde wie Lando an Charles vorbei, sonst verliere ich den Anschluss. Let's go. Kommt noch nicht vorbei, super. Okay, er wird hier wahrscheinlich vorbeikommen. Sorry, Charles, aber ich habe gesagt, das ist kritisch. Ich muss an Lando dranbleiben. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Ja, so einfach sieht es gerade, glaube ich, nicht aus. Egal, weiter. 4,2 Sekunden zu Alonso. Okay, Reifen sind komplett gone. Ab an die Box. Ja, Alonso noch nicht drin. Mal gucken, ob wir hier eventuell nochmal einen kleinen Undercut schaffen können. Leclerc war an der Box. Vielleicht, wenn der jetzt durch den Undercut rankommt, können wir mit ihm so ein bisschen das Teamwork-Ding machen. Mal schauen. Fahr raus, fahr jetzt raus. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Hey, Charles Leclerc, 8 Zehntel nur noch weg. Ich hoffe, der kommt schnell hier vorbei. Können wir gemeinsam im Teamwork Sebastian einholen. Boah. Hey, so schnell will ich nicht, dass er vorbeikommt. Das soll schon noch bis zur Geraden hier warten. Ja, ich hole nämlich selbst nicht wirklich zu Sepp auf. Das war in der ersten Runde auf Medium so, aber weiterführend ging da nichts mehr. Aber wenn Charles jetzt vorbeikommt, tja, dann ginge noch was. So, komm, let's go. Okay, Charles Leclerc hat mich ein bisschen rangezogen an Sebastian Vettel und Alonso. Gucken, wo wir jetzt landen. Raikkonen ebenfalls an der Box. Alonso noch vor uns, deutlich. Da muss eine Sache aber mal gerade festhalten. Ne? Wir haben über 20 Sekunden Vorsprung zu Kimi Raikkonen, der eigentlich, wenn man es mal so sieht, ungefähr auf Augenhöhe ist mit uns, was die Pace angeht. Und das alles kriegen wir hin, indem wir eine kluge Taktik fahren. Auch wenn es am Ende jetzt keine Punkte werden, es ist deutlich overperformed mal wieder. Und ich habe das Gefühl, dass die Meta-Rennstrategien von F1 2020 zu 21 nochmal ein bisschen anders ist. Während ich in 2020 versucht habe, oft Softs zu fahren, aber auch später erst die Softs zu fahren. Es ist, glaube ich, hier besser, am Anfang die Softs zu nutzen, so lange dran zu bleiben an den Leuten, wie man kann, um dann irgendwann auf die Mediums zu wechseln und zu gucken, was maximal so drin ist. Also mit den Softs dranbleiben ist erstmal das Wichtigste. Mediums musst du halt irgendwann fahren. Unausweichlich. So, Vettel vorbei. Das ist eigentlich ganz gut. Ab jetzt können wir wieder an Charles Leclerc rankommen, weil Vettel ist ein bisschen schneller als Carlo. Ja, also leider den Anschluss verloren zu Sepp, aber
Dann können wir ein bisschen entspannter jetzt an das Rennen rangehen. Keine Chance mehr auf Punkte. Aber immerhin... okay, das war komisch. Immerhin ist Kimi jetzt 20 Sekunden weg, sodass er kaum noch eine Chance hat, uns einzuholen. Hier ist sein, ich versemmel's hier gnadenlos. Ricardo führt das Rennen gerade an. Einer der Mercedes war noch an der Box. Das heißt, Stand jetzt haben wir Ricardo, dann die beiden Red Bull, dann erst die beiden Mercedes. Kein Mercedes auf dem Podium. Big off. Very big off. Final Lap. Alrighty, Lieben. Daniel Ricciardo gewinnt sein erstes Rennen in Orange. Ich glaube, da müssen wir in der Realität noch ein bisschen drauf warten, diese Meldung zu haben. Ansonsten die beiden Red Bull auf 2 und 3. Hamilton ist, glaube ich, auf der 4 und Bottas am Ende nochmal einen Boxstop gemacht. Dadurch, ja, einfach Ricciardo den Sieg geschenkt. Ist auf 5. Ein Mercedes auf dem Podium und für uns, ja, ging es halt, was die reine Dings angeht, Zeit angeht, nach hinten. Aber Raikkonen wurde überrundet. Wir wurden nicht überrundet, deswegen sind wir auf P12. Ordentliches Ergebnis. Mehr war da leider nicht drin. Und ab jetzt wissen wir, was wir machen müssen für die nächsten 100% Rennen. Wir müssen unbedingt von Anfang an uns irgendjemanden suchen, der uns Windschatten spendet und dranbleiben. Komme, was wolle, wir müssen dranbleiben. Dave is quick. Oh. So, ihr Lieben, damit geht's nochmal über die Linie P12. Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Und Jeff funktioniert wieder. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Und Driver of the Day geworden. Auch nicht schlecht. Ja, hüpfen wir weiter. Ja, damit gucken wir mal auf die WM-Tabelle. Verliert Mercedes ordentlich Punkte. Hamilton einen Punkt vor Bottas. Und das wahrscheinlich, weil er eine Position besser ist. Bottas aber die schnellste Runde hat. Gleichstand bei den Punkten auch bei Red Bull und Ricciardo ein bisschen von Norris. Ich glaube, da hat Codemasters auch erwartet, dass Ricciardo ein bisschen stärker ist als Lando Norris. Ansonsten Charles Leclerc ein Punkt vor Sainz. Das ist super ausgeglichen zwischen den Teammates. Ja, und was die KWM angeht, hat Alpha Tauri richtig reingeklotzt. 11 Punkte. Der Gasly, starkes Ergebnis. Ja, gucken wir mal, was in dem Hauptquartier geht. Wir hatten im letzten Rennen wohl ein paar Probleme mit dem Motor. Damit so etwas in Zukunft nicht mehr so oft vorkommt, sollten wir mehr in unser Chassis investieren und es vermeiden, abgenutzte Komponenten zu verwenden. Ja, also dafür, dass meine Motorenkomponenten gerade Schaden hatten und wir dadurch nichts verloren haben, sind 150 Ressourcenpunkte natürlich schon sehr, sehr angenehm. Also bin ich sehr zufrieden mit. Und wir sind auf Stufe 8, bald hoffentlich auf 10, dann können wir den neuen Sponsor holen. Deswegen nehmen wir nochmal ein Ereignis, wo wir... Was sollen wir bei dieser Angelegenheit machen? Ja, Erfahrung zweiter Fahrer. Ach, das ist eigentlich ganz gut. Das war keine leichte Entscheidung, aber du bist gut damit umgegangen. Das Ding ist, der Zweitfahrer kann natürlich mit mehr Erfahrung mehrere Ressourcenpunkte nach Hause holen. Das ist super. Deswegen machen wir das. So, dann machen wir das für den Abtrieb. Abteilung ist ausgelastet. So, schauen, was wir hier haben. 725 Punkte. Hier ist aktuell noch was im Gange. Deswegen müssen wir hier das machen. Machen wir auch. Kabelbaum. Weiter. Ist bis Silverstone fertig und wir haben beim Chassis tatsächlich jetzt aktuell das fünftbeste Auto. Würden damit sogar Ferrari über. Schön. Mal gucken. Strapazierfähigkeit haben wir schon Upgrade bekommen. Das hier könnte ich theoretisch verbessern. Das wäre eigentlich schon ganz geil. Ja, und das machen wir doch. Machen wir. Sehr gut. 42%. Okay, ich warte, bis die Moral wieder zunimmt. Ich glaube, das ist Stand jetzt noch nicht so der perfekte Zeitpunkt. 1,6 Millionen brauchen wir insgesamt. Dann können wir das hier machen. Muss man eigentlich zur Saisonmitte auch seinen Teamkollegen da mit dem nochmal neu verwalten, verhandeln? Weiß ich gar nicht. Ach ja, da sehe ich sogar rechts oben. Ja, das ist natürlich schwierig. Ja gut, schauen wir, dass wir trotzdem die Einrichtung irgendwie voranbekommen. Ansonsten für die Leute auf YouTube, wenn es euch gefallen hat, das gerne Daumen nach oben, da gerne Abo raus, wenn wir beim nächsten wieder dabei sind. Bis zum nächsten Team. Haut rein. Ciao.